Gurkentag, Leute! Alter, Gurkentag, Gurkentag. Guck mal hier, wir sind hier bei Gary und wir wollen eine Mission für den guten Herrn machen. Alles cool, ihr Officer, alles cool, Officer. I need your clothes, your boots and your motorcycle. Das ist eine Sandspielung auf Terminator! The sophisticated European. I don't know about that. So, how are you? All right, yeah. Cage! Don't stand there talking to him on the doorstep. Ask him in. Oh, come in. Ma, you remember the boy's friend Nico? How are you? Good, and you? Put it like this. My boys are out of control. My daughter can't find a man, and my husband is in hell. I'm thinking God moves in mysterious ways. Oh, that's mother for you. Always a joy. Nico! You made it, huh? Well, I'll leave you to your men's talk. I hope you impress each other. Hey, look at me. Yeah. Yeah. I thought so. You'll do fine. Fine at what? Some gimp work for the Pegorinos. I owed them. Oh, please. I do it myself, but I think I'm being watched by the cops. Someone. I think I'm about to get pinched again. Shit, really? Yeah, it's happened before. I keep seeing the same car watching. All it means is someone's been speaking, we just have to find out who and make them stop. In the meantime, I'll chill things out for a bit. So, I need your help. Okay. Atta boy. Come on, I got something to show you. Now, Pegorino's a funny guy. Seems like his main motivation is putting his Guernsey crew on par with the five old families. Ancelotti's being the weakest, he's decided to stir shit up for him. Now, the Ancelottis have an uneasy alliance with some Albanians. They use them as hitmen, thugs, bullies. I know the type. Much like Jimmy DeGuido uses us. So, what you're gonna do is disguise yourself as an Albanian and then go whack Frankie Garone, an Ancelotti longtime capo. Sure. Which Albanian? This one. Okay, Klamotten haben wir schon an. Das ist sehr schön. Schwing dich aufs Motorrad. Deswegen die Terminator-Ansprache. Weil wir haben jetzt seine Klamotten, seine Schuhe und sein Motorrad. Oh ne, doch, bitte, setz mal Helm auf. Okay. Setz bitte den Helm auf. Weil dann sieht man nämlich nicht. Also den Kopf. So, ich bin so der Meinung, dass sie das ein bisschen geändert haben, hier das Fahrgefühl der Motorräder. Okay, ich bin mir doch nicht mehr so sicher. Aber wenn man das denn bei The Lost and Damned spielt, da spielt sich das denn mega anders. Da fahren sich die Motorräder so, als würde man im Auto fahren. Wie gesagt, Lost and Damned habe ich immer bloß kurz eingezockt. Nie durchgespielt. Das wird auch noch passieren. Da habe ich richtig Bock drauf. So, wir bremsen jetzt erstmal ein bisschen. Ja, naja, super, um die Kurve, komm hier! Ist halt kein Auto, was 1000 Tonnen wiegt. Aber trotzdem ist die Steuerung im Arsch. Ich sag's ja immer wieder, aber es ist nun mal so. Tut mir leid. Komm, reiß die Hufe hoch. Woo! Willy! Und schneller fahren. Und langsamer fahren. Und schneller fahren. Was war das denn? Ich hasse die Leute hier. Was ist denn das hier vorne? Die stehen einfach alle kackenfrech. Ach, Leute. Das ist nicht so einfach. Oh ja, komm, machen wir mal Newton-Sinn an. Hören wir sowieso nicht, weil wir die Musik nicht zeigen dürfen. Schade. Wisst ihr, zu Vice City-Zeiten war das noch kein Problem. Da war das noch alle ganz leise und da war das nicht so richtig geile Musik. Also schon geile Musik, aber keine Gamer-Musik. Und jetzt... nicht gut. Lade. Sneaky scumbag! Tony Black didn't do nothing to nobody who didn't deserve it! What the fuck? We're going to the mattresses for sure! Okay, ich wechsle auf Tastatur und Maus. Erledige Frankie Garone. Oh oh. Hey, Frankie Garone.
Hab Frankie Garone zerhackt. La. Das war viel zu einfach. Ich finde das echt voll toll. So, jetzt ruf mal Gary an. Frankie Garone sleeping with the fishes. Anyone who saw us is going to describe the Albanian you got on ice. Ah, nice work. Real nice. I'll let Jimmy P know about that. Cut in on anything he throws my way. I don't know how long I'm gonna be outside though. I feel like the cops might knock down my door any moment. Take me to the tent. Good luck with that, Jerry. Please, look after my family if I go inside. Hoffen wir mal nicht. So, hier haben wir eine nächste Dingensbegegnung. Die ziehen wir uns doch einfach mal hin. Ja, wen haben wir da? Ich habe ja nicht gesagt. Cause the shit went all commercial? Cause people sold out? I hear you. No, not really. Cause the shit ain't real no more? Ain't got no intelligence? Real? Well, you gonna love my shit. Your shit? Yes, it's the real urban consciousness, and man, it is real. Pathos, believe that. Why are you selling it on the street? The majors are just pimps, and I ain't no bitch. No, I can see that. Man, if I have to spend the rest of my life preaching on a street corner? So fucking be it. Give it up for Pathos. Yo, Pathos, you a bitch and you suck dick. Man, you hear that, punk? Gay Herbie, bitch, what you gonna do about it? Hey, fuck you. I've had enough of your crap. Schalt die Männer aus, die Pathos belästigen. Okay. Maus und Tastatur, Leute. Maus und Tastatur. Oh, na klar, überlebt doch ruhig. BÄÄM! Yo, thanks, son. You a child of the street. You know the truth when you see it. I'ma immortalize you. Keep it real from your man Pathos. Thanks, man. I'll catch you around. Cool. Den hatte ich auch noch nie. Die Newton Pathos. Wir sind drei immer auch Pathos ist, ich weiß es nicht. Okay, dann können wir jetzt zu RB, ja. Wir sind relativ nah an RB. Der gute Ray. Nach Little Italy, natürlich. Ab nach Little Italy. So, und dass die Italiener immer noch denken, dass es ein Albaner war, gehen wir mit den Albaner-Klamotten zu dem Italiener. Aber was soll's. Machen wir einfach so. Ja, ihr schön durch. Ja, sieht gut aus. Schön um die Laterne wickelt. Mit dem Juden durch. Das ist aber ein wunderschönes Café, Lokal, a long way to fall. Oh, table for one? We got a beautiful bacala salad. I'm here for someone. I'm here for Ray. Oh, Ray, why did you say so? Ray's a beautiful man, you know what I mean? He's in the back. Thanks. Jetzt kommt, du bist in der Banner! Hey, Nicky! How you doing, kid? Fine. That Mick bastard friend of yours says you're okay. Good. That you're reliable. Yep. But can I trust you? Hmm? Why go through all this? Why stick your neck out? Why do all this work? Because I need the money. And because I can't do anything else. And because I'm good at it. Sure. And because I'm trying to find someone. Okay, maybe we can help. See how we do. So anyways, I got this friend. Only the friend ain't my friend no more because he ain't getting me the Vigios. Okay. Seems this guy does not respect the waste management business. Lives over in a project on Galveston near you. Name is Teddy Benavidez. Do what you gotta do. Somebody gets burnt, so be it. Fine. And you'll pay. Hey, you kidding? I'll pay double. Cool. But you mess up, bad things are gonna happen. Wird nicht passieren, wir machen die Leute kaputt! Fahrt zu den Sozialwohnungen in der Galveston. So, schön wieder das Caption of his Song und ab jetzt zu den Betörer. Schmänzeln wir es rum, können wir es ruhig nützen. So, wir haben eine Miss Nikki, das könnte nützlich sein. Halt nach diesem Typen Ausschau.
Alonso. Er ist einer von Benavides Gorillas. Er wird dir sagen, was du wissen musst, wenn du überzeugt bist. Ciao. Oh, das ist ja eine Wurst. Das sieht ja mal voll aus wie eine Wurst. Aber danke, Ray. Ich werde mich umgucken, ob ich was finde. So, hier wieder rum. Sind wir einfach umgefallen. Haben ein bisschen Blut verteilt auf das schöne Auto dieser Dame. Ist nicht schlimm. Passiert. Dafür fahren wir jetzt umso schneller weiter, um noch mehr Blut auf anderen Autohauben, Motorhauben zu verteilen. Oder gleich durch einen Unfall zu sterben. Das wäre echt ein Traum von mir. Aua, oh, hallo. Na, 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 na. Ich meine, ob wir jetzt zum Motorrad runterfallen. Meine Worte waren gerade, ob wir nur vom Motorrad runterfallen oder aus dem Auto rausschießen. Ich denke, ich habe jetzt mehr Schaden dadurch gekriegt, dass wir vom Motorrad gefallen sind. Wenn man das noch gefallen nennen möchte. Okay, da ist ein Burger-Shot davor. Na, ist das super. Dann halt ohne Helm. Kein Grund mit Leben. Bis da hinten hin werden wir schon nicht auf die Fresse fliegen. War nur mein Fehler, weil ich es zu nah, also zu doll nach oben gedrückt habe. Deswegen ist es also ein bisschen Trude gedommen. Oh, guck mal, da wäre ein Hotdog-Stand gewesen. Schade. Kein Hotdog für Nico. Denn so ein Hotdog reicht nicht für so einen richtigen Mann. Da braucht man schon einen richtigen Burger. Eine wunderschöne Straße. Und da ist der Burger-Shot. Alles cool. Ich hol mir bloß einen Burger. Ihr müsst doch nicht wegrennen. Hier, yeah, ich brauche Leben. Gib mir bitte Leben. Ich habe übrigens keine 30 FPS in meiner Kamera, ne? Das sieht alles so schwammig aus. Achso, ich hab meinen Burger schon. Dankeschön. Ey, für einen Dollar, weißt du? Was du damals in San Andreas bezahlt hast. Was ist denn jetzt los, wenn ich so zu dunkel geworden? Shit! Okay, ich sehe schon mal den Typen da. Da ist er doch, oder? Ne, da. Da, Mann. Na, dann nehmen wir mal hin zu Alonso. You know what apartment Teddy Benavidez is in? No say, I don't know no Teddy's. You sure about that? You want the last thing to come out of your mouth to be a lie? Shit, man. He's up on the top floor, apartment 151K. You have to walk the last few floors. Elevator don't go up there. They're fixing it up. Geh hinein und suche das Apartment von. Okay. Machen wir. Alle weg da. Ich muss ein Apartment finden. Mit dem Lift kommst du bis in den 20. Stock. Ach, schade. Ich würde die 20 Stöcke. Stöcke? Stocks? Stöcke? Sagt man Stöcke? Stocks? Stöcke? Die 20 Stock gerne hochrennen. Was ist denn die Mehrzahl von Stock? Also ja, Stöcker, ne? Stöckchen. Stöckeritos. Ich weiß nicht wie, aber auf immer wisst ihr, wo dein Apartment ist, natürlich. Alter! Ja, töte mich ruhig komplett. Wisst ihr, kommen hier aus dem Dings und die töten mich gleich. Ist der tot? Nein, ist er nicht. Der könnte nicht schießen. Schießt zum Glück nicht. Der ist dort. Alter, das ist doch scheiße. Das ist doch richtig scheiße. Steht da einer? Kommt da einer? Nachladen. We had you tried to fuck with me. You fucking dead, man. So many. Oh, fuck. Okay. Ich würde jetzt ganz gerne. I'll rip your fucking car.
Ich würde jetzt voll gerne irgendeinen First Aid Kit finden. Das war voll gerne, voll schnell. Aber hier werde ich jetzt keine Chance haben. Boom! Das ist doch das Apartment, oder? Hä? Screw you! Fuck, ich muss noch höher. Oh, First Aid Kit. Whoop. Ich bin happy. No fuck against you. You glad you messed with me? Ja, wen haben wir da? Haben wir keinen, ne? Alter. Der hat mich gerade voll erschreckt. Boom! Ich hab den gerade in den Kopf geschossen und der denkt sich, oh, das ist alles cool. Okay, cool. Okay, den nehmen wir noch nicht, aber für den Notfall wissen wir, dass wir da haben. Jetzt in Sicht geschossen, du fetter Arsch. So. Okay, cool. Hab ich gefunden. Er kann jetzt mal sterben. Ja. Sagt einfach mal, ja, kann ich machen. Alles cool. Bin auf deiner Seite. Ich mag das, dass wir mit der Knarre rumschießen. So, dann holen wir uns jetzt das First Aid Kit. Ist nämlich immer was anderes. Sonst haben wir immer die Uzi oder die andere schnelle Waffe. Und jetzt, ne? Oh, die geile Knarre. Geile Knarre, sag ich mal. So, das tun wir uns noch nicht. Das kommt später dran. Sofern wir es später noch brauchen. Hab dich gefunden. Ich suche das Apartment, der muss hier irgendwo sein. Gleich. Jetzt gucken wir, ob er nicht noch irgendwo andere Leute versteckt hat. Ich würde doch vorher noch weiter nach oben gehen. Vielleicht finde ich da irgendwas Geiles. So. Ein Pudding oder so. Jetzt ein Pudding. Na, wen haben wir hier? Bist du der Typ, den ich suche? Keine Ahnung, ob du der Typ bist, den ich suche. Bist du der Typ, den ich suche? Oh, ich muss gerade nachladen, tut mir leid. Jetzt muss ich kurz wirklich nachladen. Hi, mein Diggerchen. Hier ist leider nicht so gut, sagst du. Wie sieht's denn mit deinen Kumpels aus? Oh, jetzt bin ich auf den Typen drauf getreten. Deswegen hat er geschrien. Wollte ja nicht auf den drauf treten. Ist einfach nur ein Radio? Okay. Der muss ja hier dran sein. Oder ist ja nicht da? Stellt euch das mal vor. Too slow, Mama! Erledige Daddy. Okay. Ach, er will aufs Dach. Okay. Lecker beinahe runtergerannt. Nix da. Ich töte euch, nicht ihr mich. Okay, das war er. Hinten haben wir keine. Umso besser. Hey Teddy, mein Bärchen. You owe Ray Bocino a lot of money. You should have paid. Those putos too old. They're finished, fool.
This city don't belong to them no more. I wouldn't pay them shit. Ah, go fuck yourself. Okay. Wow. Nach dem Kopfschuss so zu schreien und dann auf dem Asphalt zu klatschen. Respekt. Erledigt. 8.500 Dollar. Na dann gucken wir mal. Dann sollte ja gleich wieder unser netter Herr anrufen. Ja, unser netter Herr. Da haben wir den Ray. Dad is dead. What are you talking about? Hey, who's he? Sorry to hear about your loss. I'll be in touch, Nikki. Das gefällt mir. Gut, Ray hat noch eine Aufgabe für uns. Dann wollen wir die doch einfach erledigen. Lieber Ray, ich bin gleich bei dir. Entschuldigung, lieber Herr, ich wollte nicht über den Fuß fahren. Habe es dennoch getan und fühle mich schlecht deswegen. Hallo Leute, ich finde es sehr lustig, mit dieser Webcam zu spielen. Ich hoffe, Ihnen macht es genauso viel Spaß wie mir beim Spielen zuzusehen. Obwohl ich mir jetzt gerade in dem Moment nicht beim Spielen zusehe, weil ich spiele ja. Siehst du das zum Kotzen? Ich hasse das, ich hasse das. Deswegen nehme ich jetzt das Auto. Das ist nämlich schicker Auto. Becky ruft an! Time with the rest of my family, I figured you may as well complete the set. You remember my brother Derek? Came along on the bank job? Sure. He's in a bad way. Last I heard, he was spending his hours in some park, an actor. Go down and check on him. Me and Gerald will cover any expenses incurred. All right, man. I'll go find him. Sofort? Nee, muss ich nicht. Okay, Derek McCreary. Ich wollte gerade sagen, ist eine echt geile Idee, in so ein Auto zu steigen, wenn gerade ein Polizeiauto an dir vorbeifährt. Aber wem erzähle ich das da? Ligo hat ja sowieso Ahnung von allem. Gut, dann fahre ich jetzt kurz eben mal weg. Um dann hier lang zu fahren. Oh, ich bin so ein Freigeist. Aber Kinder sonst auf die Idee kommen. Und das ist immer wieder schön guten Tag. Ne, wir machen jetzt noch eine Mission für Ray, weil Ray ist mir irgendwie sympathisch. Ray ist mir irgendwie sympathisch. Ist nämlich ein guter Dude, der sagt, was er denkt und lässt Leute erledigen. Und irgendwie finde ich die Italiener irgendwie in den Spielen immer am geilsten. So die Russen sind immer, du musst töten, du musst töten, du musst töten und alles möglichst brutal. Und die Italiener sagen so, so, ich kenne da so einen Typen, den mag ich echt nicht. Und wenn da was passiert, sind halt so indirekt und du weißt genau, was los ist. Peggy ruft an. Och nee, Peggy. Jetzt krieg ich wieder Anmaule, weil ich nicht mit Peggy gespielt habe. Ja, aber ich habe keinen Bock mit Peggy was zu spielen. Voll unnötig. So. Taking in the trash. Take a seat. Thank you. So, you took care of that thing. Yes. I appreciate that. Hey, now, I look after my friends. I got a lot of friends. Important friends. Jimmy Pegorino is a personal friend of mine. More or less. Hey, sweetheart. Hey. My God, you look like shit. What's wrong? Nothing. I haven't been to bed yet. I've been smoking crystal. What? What are you, a fucking idiot? White trash motherfucker, what is wrong with you? Give me a break, okay? I feel like death. Hey. What? It's because I care. You know that. Yeah, I know that. Now, speaking of the ice. Yeah, they got it. They left it where you said. That's why I came over here. Can I get a goddamn coffee yeah, here? Yeah, you look like you could really use some goddamn caffeine. I'm fucking coming down, asshole. I feel like death. Fine, whatever. Nico, I need you to go collect some garbage for me. Garbage? Yeah, you wanted a career in waste disposal, now you got one. Can I get a goddamn coffee over here? What kind of garbage? Garbage with a lot of ice in it. Today? Go over to F between Columbus and Denver. There'll be a truck waiting there. Three guys. Good guys. Friends of mine. Main guy's name is Luca. Go. Okay.
Sugar, come here. All this will be over soon. You gotta stop me smoking this stuff, Ray. I'm fucking killing myself. Ja, warum fängt man erst mit so einem Scheiß an? Ich hasse das, wenn Leute Drogen nehmen. Ja, ob sie jetzt im Spiel sind oder nicht. Hol den Trashmaster, aber ich hab doch gerade so ein schickes Auto geholt. Ach, Ray, weißt du? Ja, ich hab den Trashmaster gefunden. Hi, Jungs, bin da. Bin mit meiner geilsten Karre vorgefahren. Mäuschens. Lass raten, ich muss fahren? Ich hoffe, ich muss fahren. Ich will fahren. Luca? Yeah, you Nico? This is Tuna Fish, Johnny Spaz. Tuna, Johnny, Nico. Hey. So, we're all friends now. All right, Tuna, John Boy, you got the threads. Get in the back and get the trash. Come on, let's go. Nico, here's your gear. You're driving. That cool? Yeah, man. Let's roll. Oh, bitte lass mich die Müllkleidung behalten. Das wäre ja voll geil. Okay, so cool ist die Müllkleidung ja nicht. Aber nicht schlimm. So eine ähnliche Quest gibt's auch in GTA 5, wo man das mit NPCs machen kann. Das ist mega beschissen, weil die Säcke backen. Yeah, she's pretty strung out. Ray got her to get her friends to steal the ice off of some club owner guy. Her friends are the Lost Biker Gang. I think I worked with a member of that gang up on Bohan. He was called Johnny or something. Tuna, this is it. Grab the bag. Warte hier, während Tuna und Johnny die Ware holen. Klar, krieg ich hin. Open up the bag, will ya? Mach ich. Alles klar, cool, tut mir leid. Könnt ihr reinpacken, Leute, könnt ihr reinpacken. Jetzt wieder zumachen? Jo. Okay, kann das Ding also nicht anmachen, während ich fahre? Ah, okay. These bikers get so fucked on meth that they threw the ice away? Nah, it seems his club owner's got more connections than a subway line. He's in with the Ancelotti's, the Dominicans up in Northwood, everybody. Ray came up with this plan to keep a bit of distance between us and the robbery. The bikers is taking the heat for this shit. This ain't the easiest way to pick this shit up, even if we don't want to attract any attention. Yeah, me and Tuna was saying that before you got here. You were saying that there's a lot of opportunities for this to go wrong. The bank could split, the diamonds could go missing real easy. That's why we're going to be extra careful, right? We wouldn't want that to happen, would we? Of course not. You know how pissed Ray would get if he found out some diamonds were missing? He has a temper. Are you fucking kidding me? The manager of one of his waste depots was holding out our profits a couple years back. Ray fed him to a dump truck. There was this point where the sounds of his screams stopped, and all you could hear was his bones crushing. Then the pop of his skull going. I nearly lost my lunch. Nice. Okay, netter Kerl. This is the other one, Tuna. Grab it. So, schöne Täubchen aufmachen. Sind die anderen Säcke noch drin? Nö. Mein Jut, so ein Diamant kann ja auch nicht kaputt gehen, dadurch, dass er gepresst wird, ne? Weil Diamanten sind ja gepresste Kohle. Na los, steig ein. Oh, jetzt steckt er doch nicht ein. Aha, okay. Was passiert jetzt? Uh-oh. Shit, man, looks like we got company. Crap, someone's got wise to us. Let's get the hell out of here. Drive to Fish Market. Damn, Hook ain't gonna be following us no more. Let's get the ice back. You done good, Nicky. Genau, ich bin verdammt gut, sagen sie. Ich bin verdammt gut. Muss man bloß noch die Polizisten loswerden. Ich denke, das wird kein Problem. Nehmen wir die Kurve ein bisschen schärfer, als man sie nehmen sollte, und dann sind wir raus. Oh, hier müssen wir ja nicht weg. Leute, das war doch wunderbar.
Wisst ihr, ich würde die Webcam mir echt viel öfters rinpacken, aber wenn die halt labern, dann sieht er halt bloß meine Fresse, wie ich nichts mache. Und das ist ja auch nervig. Vor allem denke ich mir dann so, ich darf jetzt nichts komisches machen, sonst sehen das alle. Und dann sitze ich da und mache. Halt, mache ich öfters. Ich hab voll Bock drauf und dann mache ich. Sade, das ist so ein Tick von mir. Und das hört man nicht, wenn die Kamera aus ist. Ja, das Bullshit war der Glaber. Aber ist egal. Ist lustig. Eckfans ziemlich lustig. Und dann kommt er in den Mixer. Guck mal, das müssen Zaun im Knüppel mal nieder, oder? Nett, ja, cool. Schick. Good driving, Nicky. I thought I was gonna be checking out for sure. How'd they find us? I thought that we went through all this trouble so no one would know. I don't know. These diamonds are serious. Anyone who heard of them would want them. I ain't surprised we got a bit of attention. You want me to take the ice to Ray then? Nah, me and Tono will look after them. Sort them out from the trash. I sure hope we ain't lost any on the route. Things got shaken up pretty good back there. They sure did, Luca. Here's hoping we can find them all. See you around, Nicky. Macht's gut, Leute. Ladebildschirm. So, und wisst ihr was? Wir haben $9,000 verdient und ich sag, macht's gut, Leute. Nicht nur zu den Jungs hier, sondern auch zu euch. Denn das war's für diese Folge, nachdem wir Ray angerufen haben. Luke and his crew have got the stuff, Ray. It's all in the back of the truck. You keep an eye on it. They didn't pull nothing? I don't know, Ray. You don't trust them? Then weigh the ice. Catch you around. Genau, richtig so. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wie ist das denn bitte schön passiert? Was war das? Was? Das war merkwürdig. Na gut, nächste Folge und so. Tschüss, auf Wiedersehen. Katzenkotze.